9 Tage waren vergangen. Während der Krieg um uns herum tobte, jagten wir die Rote Brigade der Vampire durch die Hallen von Kales Arrak. Von unserem Trupp war nur noch ein jämmerlicher Haufen übrig. Das Blut des Heilers hatten die Vampire gestern getrunken. Nun hatten wir bloß noch den Priester. Und doch hatten wir die Gruft erreicht. In seiner Verzweiflung hatte mich der Priester überredet, den dunkelsten seiner Zauber einzusetzen und hatte mich an einen Vampir gebunden. Die Fertigkeiten des Vampirs einzusetzen, würde uns entweder retten oder sich als unser größter Irrweg erweisen. Gehen wir. Illuminate! Jeremy, was denkst du dir eigentlich dabei? Die Rote Horde ist schon hier. Wir sind geschlagen. Geht das nicht in deinen Kopf? Stimmt, es sieht nicht gut aus. Aber was würdest du vorschlagen? Die Schlacht ist verloren. Lass uns fliehen. Noch kommen wir hier raus. Wenn das Blutsiegel in ihre Hände fällt, gibt es keinen Ort mehr, an den wir fliehen könnten. Verflucht, was soll's? Dann los! Helft uns! Wir brauchen Verstärkung! Gut. Ihr lebt beide noch. Das Band scheint zu halten. Lasst mich meine Heilkräfte anwenden. Dieses Band, was bewirkt es genau? Sie wird dich nicht verletzen. Und sie wird immer bei dir sein, solange ihr beide verbunden seid. Versprich mir nur, diesen verfluchten Zauber aufzulösen, sobald wir das Siegel wieder haben. Sicher, dass das Band uns hilft, Vater? Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl dabei. Ein schlechtes Gefühl ist das Mindeste, was du haben solltest, mein Sohn. Aber ihre Fähigkeiten sind unsere letzte Hoffnung. Wir brauchen sie, damit sie uns durch diesen dunklen Ort führt. Gehen wir. Gut. Das Band hat also noch keinen von euch beiden getötet. Also wage ich mich jetzt, ihr diese hier zu geben. Falsch, dass ich ihnen helfe. Was haben sie mir angetan? Dieses Band. Was geschieht bloß mit mir? Ich muss mich erholen.
Wir nähern uns der Gruft. Ich kann es fühlen. Ah, da seid ihr ja endlich. Besonders viele von uns haben es nicht geschafft. Verzweifle nicht, Sohn. Das ist nicht dein Fehler. Noch können wir das Blutsiegel in Sicherheit bringen. Hilf mir dabei, die Sonnenkristalle aufzustellen. Einfaches Sonnenlicht tötet nur die schwachen Vampire. Aber für die Starken muss es gebündelt werden. Beschütze mich, damit ich den ersten Kristall aktivieren kann. Ich werde meine Heilkräfte anwenden, bevor wir beginnen. Benedictio Sanctus! Noch mehr Abschaum! Noch mehr Abschaum! Ich hab noch einen erwischt. Hier bin ich fertig. Folge mir zum nächsten Kristall. Halte mir den Rücken frei. Ich sorge für alles Weitere. Ich werde meine Heilkräfte anwenden, bevor wir beginnen. Noch mehr Abschaum! Ich hab noch einen erwischt. Und bleib bloß liegen. Jeremy, ich hab noch einen erwischt. Folge mir. Nur noch einer. Du weißt, was zu tun ist. Ich werde meine Heilkräfte anwenden, bevor wir beginnen. Noch mehr Abschaum! Und bleib bloß liegen. Und bleib bloß liegen. Jeremy, ich hab noch einen erwischt. Alle ist scharf. Kein Vampir wird aus dieser Gruft entkommen. Jetzt geh und hole das Blutsiegel zurück. Castello und ich halten dir den Rücken frei.
Die Eindringlinge sind hier. Tötet sie! Jeremy, zerstöre den Altar! Vampirjäger? Nie wieder. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab ihm gesagt, dass das Wahnsinn Jeremy, ist. Jeremy, du hast die Vampirin getötet, aber sie haben das Blutsiegel genommen. Jetzt, da das Siegel entfernt wurde, der Mond selbst ist zerbrochen. Das Gleichgewicht ist verloren. Und du, Sohn, dich haben wir auch verloren. Oh, Jeremy. Genug, Vater. Er ist nicht mehr euer Hauptmann. Hört auf, mit der Kreatur zu reden, die er geworden ist. Ihr wisst, was wir jetzt tun müssen. Ich weiß es. Mein Sohn, es tut mir leid. Was? Ich bin nicht. Nein! Oh! Jeremy. Er ist tot, Vater. Ich bin der neue Hauptmann. Aber sie hatten Unrecht. Ich war nicht tot. Ich verwandelte mich in etwas Neues. Etwas, das nicht so leicht zu töten war. Und sie war immer noch mit mir verbunden. Und deshalb brauchte sie mich lebend, um zu fliehen, obwohl wir Feinde waren. Das Band. Er ist immer noch bei mir. Wie kann ich ihn loswerden? Helft mir! Bitte, helft mir! Wir können ihm nicht helfen, aber er uns. Ah, Beute! Thank you.
Wir können ihnen nicht helfen. Aber sie uns. Die Vampirin, die an den Hauptmann gebunden ist. Hauptmann? Er ist jetzt auch ein Blutsauger. Castello hat uns gewarnt. Tötet ihn! Menschen verstehen nichts von Loyalität. Euer Priester hatte recht. Das Blutsiegel zu entfernen hat wirklich das Gleichgewicht gestört. Glaubst du, wir wären tausende Meilen gereist und hätten endlos gekämpft, nur für etwas Ruhm und Gold? Nein, verdammt. Wir wussten, dass das Siegel beschützt werden muss. Danke, dass ihr die Erde zerstört, Vampir. Du weißt gar nichts. Wir zerstören die Erde nicht. Mit der Macht des Siegels verändern wir sie. Verbessern sie. Genug, suchen wir den Priester. Er muss dieses Band zwischen uns entfernen. Und vielleicht könntest du bis dahin den Mund halten. Wie heißt du eigentlich? Eliza. Ich nenne dich Liz. Wag es nicht.